Okay. Da ist, glaube ich, was. Ein Rucksack wieder. Karte aktualisiert und ein Fähigkeitspunkt. So, dann haben wir halt ein Überlebensversteck gleich. Und hier. Achso, okay, da ist nichts. Wow. Und zack. Ah, das ist eine der leichtesten Übungen hier. Wundert mich immer, dass wir auf der Karte hier im Nix sind. Und da glitzert schon schön was. Hey, gehst du weiter? Ja, da. Das ist das Überlebensversteck. Drei Fälle. Gut. Ja, dann sollten wir lieber rüberhüpfen. Okay, das war anscheinend gewollt. Ich habe mich gerade schon gedacht, verdammt, bin tot. Die Grube des Urteils. Das klingt mir irgendwie so nach so einer, wir schmeißen dich hier rein, wenn du Scheiße gebaut hast und du stirbst, Grube. Sonst ist der Name nämlich echt ist. Ja, würde ich echt davon herleiten, ne? Okay. Schwimmen wir mal da in die Mitte. Komm, schneller. Ja, wieder schön den Topf richten. Ist ja klar. Musst du immer machen. Da habe ich schon was blinken wieder sehen. Wieder drei Fälle. Tja, was haben wir hier? Oh. Vorsichtig. Ich habe nichts gemacht. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal wieder einen Karren. Und ein Relikt. Ein alter Ring, der als eine Art Öse an ein Lederband geknüpft wurde. Sie hatten keine Verwendung für Schmuck. Tja, zumindest nicht für den. Und da kann man was festmachen. Ah ne, ist das hier nur zum Runterrutschen. Glaube ich zumindest. Hey, das ist doch... Ist das eine Goldader? Krass. Oh. Der ist hier im Sitzen gestorben. Hier kann man nur drehen. Das ist so eine Drehscheibe. Erstmal hier oben gucken. Hier ist soweit nix. Okay, nee, das macht natürlich keinen Sinn. Da schieben. Klappt nicht, kommst aber auch eh nicht weit. Ah, hier ist noch ein Dokument. Ich kannte die Risiken. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor die Stadtwache mich erwischt. Am Tag muss ich Gold und anderes Erz aus dem Fels kratzen, bis mir die Finger bluten. Nur damit Kitesh noch reicher wird. Nachts tun wir Buße, bitten Gott und den Propheten um Vergebung. Sie wollen unsere Seelen retten, uns rehabilitieren. Ich verneige mich, wenn sie es erwarten, setze ein Reuegesicht auf, wenn sie von Sünde reden. Aber wenn sie mich hier rauslassen, werde ich mich nach Kräften amüsieren. Da sind aber echt viele bei draufgegangen hier. Na komm. Los, jetzt. Drehen wir mal. Ja, wir drehen weiter.
Ah, jetzt ist es runtergegangen. Okay. Dann können wir die Karre Gold hier. Hallo? Hallo? Muss sie doch. Was ist hier? Ich wollte jetzt eigentlich von der anderen Seite einfach nur drücken. Ich dachte, dem will ich nicht in die Quere geraten. Das hat echt gut gepasst. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die mich jetzt dann hier überrollt, die Karre. Und dann lässt es auch einfach alleine los. Das war Gedankenübertragung. Spiel durch Gedanken steuern. Das wäre ja auch noch was. Gudisch. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal. Okay, nicht elegant, aber effektiv. Ja. Einfach mal die ganzen Goldmünzen, die da drinnen sind, da runterschmeißen. Du bleibst da hängen. Hier haben wir hier noch was. Ist ja nicht so, als wenn ich hier nicht rumgehen würde, ne? Da haben wir ein bisschen was. Zwangsgebete. Ja, so Jacob, was hast du hier eigentlich mit deinen Leuten gemacht, ey? Die da im Pranger gesteckt. Damit die hier so eine Figur da, sieht irgendwie griechisch aus, anbeten. Aber die ist weiblich. Das ist auf jeden Fall eine Frau. Ah, hier ist eine Kartenaktualisierung. Was haben wir denn hier? Da ein Relikt, Überlebensversteck, Dokument. Werden wir vielleicht noch erfahren, wer das ist, den die da anbeten mussten. Ja, freier Glaube. Ja. Gut, dann können wir jetzt hier die Seilrutsche runter und an die andere Seite hoch. So, eine Karre, die man auch theoretisch schieben kann. Aber hier ist. Sollen wir das denn hier drauf kriegen? Drehgestell ist hier. Bringt nur rein gar nichts. Ah, hier ist noch was drin. Ein paar Spielwürfel. Hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Okay. Zwei Sechsen. Moment. Bei dem ist es auf den meisten Seiten eine Sechs. Voll der Cheater. Der ist auf jeder Seite eine Sechs. Hm. Ist das wirklich Cheaten oder hat das irgendwie. Natürlich. Weil da brauchst du ja auch nicht würfeln, wenn du auf jeder Seite eine Sechs hast. Kann ja nur Cheaten sein, aber das muss doch der Gegner dann sehen, wenn er auf jeder Seite eine Sechs hat. Wenn er vielleicht wirklich nur. Statt der 1 noch eine 6 hätte, dann würde das vielleicht mal nicht auffallen. Aber wo ist da bitte schon drin, auf allen 6 Seiten 6 Punkte zu haben? Das wird doch jeder sofort sehen. Hm. Ah, da ist auch noch was. Komm. Müssen wir eben gucken, ob sie überhaupt irgendwie. überhaupt eine Notwendigkeit gibt, die Karren hier zu schieben. Also ich würde sagen, nein. Gehen wir einfach mal weiter. So, wenn wir das wirklich müssen, irgendwie können wir immer noch mal hier hin zurückgehen. Ah, da ist auch noch. Da ist auch noch was. Ein paar Mutanten. Oder ist es generell hier einfach nur eine Sackgasse?
Weil es ja auch kein... kein Aufzug hier, oder? Oder ist das tatsächlich ein Aufzug hier? Ah, doch, tatsächlich. Cool. So die Frage. Okay, müssen wir wahrscheinlich erstmal das hier drehen. Ja, komm, weiter. Cool. Dann können wir den jetzt hier drauf. Und dann können wir da uns auch den Weg mit frei machen. Die ganzen Münzen hier wegschmeißen. Das sieht mir wirklich nach Münzen aus, ne? Oder? Nee, sind Brocken. Aber trotzdem. Ganz im Brocken Gold hier. Den kann ich, glaube ich, kann ich den so lassen. Ich muss ja eh in die Richtung. Okay, der dreht sich jetzt von alleine. Ja, stimmt, der ist ja auch, hat sich ja auch so runtergedreht. Aber hier oben kriege ich ihn nicht gedreht. Das heißt, ich muss den unten noch einmal rumdrehen, damit, wenn ich ihn hier raufkomme, der in der richtigen Position ist. Okay. Hallo, Rad. Einmal hier. Und dann wieder hier zurück. Wo kommst du her? Und jetzt einmal. Ach nee, das ist das Ding hier. Ah! Mann! Und nochmal runter. Das war echt gemein hier. Komm her. So, nochmal. Noch einmal. Noch einmal. Neues ist das dann auch auf der richtigen Seite. Ja, geh ran. Los ran. Und wieder hoch. Und zack haben wir das. Aber so eine Baukunst, ne? Dass die Dinger hier automatisch diese Sperren. Da komme ich jetzt mal hier so nicht dran. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht. So, wahrscheinlich wieder so weit ziehen, bis sie sagt, nö, auf die Seite mache ich nicht mehr weiter. Hey, da ist noch was zum Looten. Und jetzt mit Schmackes. Und wir sind durch. Hoffentlich reicht das. Komme ich jetzt hier runter? Sieht gut aus. Boah! Ich hab gesagt, du sollst springen. Aber sie wollte nicht. Es hat geklappt. Zum Glück steht alles noch. Ja, wäre natürlich blöd gewesen, wenn alles über uns drüber eingefallen wäre. Ah, da sind noch ein paar Brocken. Sind das eigentlich die Brocken, die ich brauche für das Waffen-Update? Ich gucke die ganze Zeit nach unten. Da denke ich mal, da ist was. Ich glaube, das waren eher die Brocken, die ich brauche für die Sprengdingens zu basteln. So, hier sind noch Pilze. Da vorne das Buch, hier können wir wieder was lernen. Ah, hier haben wir noch was. Und ansonsten, da ist noch eine Truhe. Haben wir wieder ein bisschen Materialien. War hier nicht noch irgendwo ein Dokument? Doch, da, ne? Genau.
Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage, wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall. Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten. Aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht. Aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. Ah, naja. Also das mit den Zwangsgebieten. Vor allem, dass die da daran verreckt sind. Also das sind, wollte gerade sagen, es liegen da auch noch irgendwelche Leute. Aber es waren nur Statuen. Dann gucken wir mal, was können wir denn jetzt besser? Ein Kodex aus dem 10. Jahrhundert über byzantinischen Bergbau und Metallverarbeitung. Geologe. Geologe. Mit Geologiekenntnis können Sie erfolgreich Chromerze abbauen. Drücken Sie Viereck in der Nähe der unterirdischen Erzader. Grab abgeschlossen, die Grube des Urteils. Nicht schwer, aber cool gemacht. Sieht optisch vor allem ziemlich geil aus. Kann ich jetzt hier... Hier nix. Kann ich jetzt hier irgendwas abbauen? Da komme ich ja nicht mehr hoch. Also erstmal gucken auf der Karte. Hab dann jetzt auch alles hier geschafft. Dann kommen wir wieder zurück. Schneller schwimmen. So. Aber wieder die Haare. Als hätten sie irgendwie mehr zufällig machen sollen, dass sie nicht, dass sie sich jedes Mal die Haare macht. So, einmal hier zur Seite und rutsche rauf. Danke. Hier ist noch nichts. Wo wir jetzt die tolle neue Geologiefähigkeit nutzen können. Einmal rüberspringen bitte. Nein. Boah. Never. Was machst du? Solltest du zur Seite bringen und nicht einfach nach oben auf den halben Weg stehen bleiben. Ja, ja. Danke. So. Mal versuchen, darüber zu kommen. Hat ja nicht viel gefehlt, ne? Aber wir sehen ja auf der Karte, dass da nichts ist. Also ich hätte jetzt programmiert, dass man generell beim ersten Mal da runterfällt. Und dann hätte ich aber auch wieder noch irgendein Relikt versteckt, was man dann jetzt erreichen kann, wenn man es nochmal versucht. Einmal hier rüber. Okay, da hat sie ihren Wurfhaken benutzt. Soll mir recht sein. Da komme ich ja wahrscheinlich nicht drauf, ne? Okay, so. Haben wir das. Wird immer noch ein Teil von dem Bogen. So ein altes Grab. Ich möchte gerne den besseren Bogen haben. Also den letzten. Ob der jetzt wirklich besser ist, weiß ich ja nicht, aber. Ich möchte das immer noch gerne haben. Ah ne, hatte ich das schon. Sehr schön. Das haben wir auch geschafft. Können wir eigentlich mal zu der einen Frau wieder zurückgehen, die ja uns, Münzen dafür gibt, wenn wir unser Wissen mit ihr teilen. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei, wenn nicht sogar drei Bücher wieder neu dazu bekommen, die wir noch nicht mit ihr geteilt haben. Vater,